So, meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Ich bin euer Dake und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Silent Hill Downpour. Ja, wir sind immer noch in diesem schrecklichen Vorort hier und immer noch nicht in der richtigen Stadt von Silent Hill. Mit dem Devil's Pit runtergefahren und wollen jetzt erstmal schauen, was hier falsch läuft. Anscheinend einiges. Entschuldigt bitte, dass es eine kleine Pause gab am Wochenende, aber ich musste mich erstmal von der Erkältung erholen. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Da war, glaube ich, nichts. Was ist das hier? Gott. Der Walkie-Talkie ist an. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde jetzt gleich übelst angesprungen. Aufheben. Hey, Feuerzeug. Das Feuerwerk an- und auszuschalten. Okay. Wouldn't take much to knock this down. Eine Axt oder einen anderen Metallgegenstand? Hey, da liegt doch was. Wie schön, ein Tomahawk oder was? Nicht sehen? Blocken? Ja, doch. Schön. Bevor ich das mache. Will mich hier ein bisschen umschauen. Hey. Oh. Eine Brecheisenstange. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist, was geiler ist. Ups. Ne, die Knarre wollte ich nicht. Nehmen wir erstmal die Brecheisenstange. Ey, da ist eine Schublade. Die ich nicht öffnen kann. Schön. Okay, genug hier rumgelaufen. Ich gucke immer zur Tür. Bin ich jetzt hier draußen und sehe wieder nichts. Ah, wartet. Habt ihr das gehört? Hoffe nicht, dass das den Gegenstand abnutzt. Strom. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Okay, für was? Das war der Aufzug oder wie? Ich darf nichts übersehen, Leute. So. Hallo? Okay. Ich glaube, ich habe den Schlüssel hierfür. Tada! Hallo!
Bin so angespannt, ne? Oh Gott. Aufheben, meint ihr damit den Stuhl? Scheint. Wieso sollte ich einen scheiß Stuhl aufheben, wenn ich hier so eine schöne Brecheisenstange habe? Draußen. Ich schaue mich hier ein bisschen um. Also. Man konnte da mit so einer Bahn fahren hier. Oh, Frequenz, Frequenz. Pretty impressive, ain't it? You might not guess by looking at it, but this place used to be filled with all kinds of visitors. Moms and dads and little kids and... Yeah, it was a really nice place. I'm sorry. You are... Name's JP, and that, sir, is the Devil's Pit. 490 meters straight down to the blackest soul of the earth. The deepest limestone sinkhole look, north that's of... fascinating, but... Sorry. Someone, something, tried to kill me back there. You haven't seen anyone? I'm strange wandering around here, have you? First time visitor, huh? Listen, if there's a quick way out of here, I'd really appreciate it if you just tell me... Way out! What good would that do? Sorry. We don't get too many visitors these days. Right. Well, be seen. If you head through the cavern, there's a train. Can take you to Hillside. Boy, I tell you, all the kids, they just love that little train. How about you show me? Sorry. Someplace I gotta be. Thanks for the tip. Uh-oh. The Devil's Pit. Sounds like a fun place to bring the family. Das hört sich alles sehr merkwürdig an. Ah, dafür ist das Kleine. Was ist das denn da? Bin ich dahergekommen? Weiß ich gar nicht. Ist eine nette Idee hier, wenn ich ein bisschen umschauen kann. Unter mir ist auch noch was. Das scheint hier echt riesig zu sein, das Gebiet. Dann schauen wir mal, wo es hier lang geht, wo wir hin müssen. Könnte ich wahrscheinlich auch nochmal gucken. Oh, guck mal, das ist ja ein riesengroßes Gebäude. Wahrscheinlich muss ich jetzt genau durch die scheiß Minen zur Stadt. That's a hell of a drop. Uiuiui. Also, ja, der Devil's Pit. Wenn ihr es wissen wollt, historischer Park, gegründet 1945, Höhe über Meeresspiegel, hier 1021 Meter, Terrasse darunter 1006 Meter, Grundboden unterhalb 490 Meter.
Ja, geht ganz schön tief. Direkt in die schwarze Seele der Erde, wie er gesagt hat. Hey, where'd you say that train is again? Told you. Just head on down into the cavern. You'll find that train. Oh Thanks. Gott. Ich will nicht durch die Höhlen. Uah! Was war das? Kann ich hier noch was mitnehmen? Nur diesen Feuerlöscher, ne? Ne, das möchte ich nicht. Durcheisenstange finde ich irgendwie robuster. Hallo? Kann ich da drauf drücken? Doch, kann ich. Leute, diese Geräusche. Der Souvenirshop ist geschlossen. Fun in the sun. Thank you. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Armen kleinen Kinder. Ich glaube, denen werde ich nochmal wieder begegnen. Oh oh. Was ist da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich los. Was wollt ihr? Ah, verprügel mich hier. Komm schon. Schlag zu. Oh. Kleinen Monster hier. Boah. Ist die eine weiß und die andere grau? Hat das irgendwas zu bedeuten? Hier, du kannst dich direkt zu ihr gesellen. Die lebt noch. Schlag zu. Los. Na los. Oh Gott. Verdammten Monster, ey. Was ist das hier? Der Walkie-Talkie ist immer noch an, Freunde. Ihr wisst, was das bedeutet. Es ist noch nicht vorbei. Herauszufinden. Okay. Scheint es noch reinzugehen. Der Typ hier hat leider nichts mehr. Die Haut vom Fleisch. Oh Gott, das ist alles grausam hier. Seht ihr was? Ich sehe nichts Brauchbares. Flaschen. Nee, die gehen so schnell kaputt. Welche Eisenstange? Ich weiß zwar nicht, wann die kaputt ist, aber scheint noch etwas zu halten, eventuell. Gibt's hier was? Ja, dann bitte aufheben. Nein, gibt es anscheinend nicht. Ist ein Stab oder sowas. Oh Gott, ey. Wenn ich hier hingehe, dann spielt mir Walkie-Talkie verrückt. Ja. Oh. Wo? Oh. Was ist jetzt von da oben? Krass. Ich hoffe, ich finde bald ein Medikit, sonst
Ganz schön aufpassen. Weiß nie, wo, von wo die Viecher kommen. Haben wir ja schon in den anderen Folgen gesehen. Was ist denn Bates Lemon Falls? Oh, weiß nicht. Oh, was muss ich tun? RT drücken. Komm schon. Ja. So, müssen wir so abwechseln. Ja, komm. Ja, komm. Halt dich. Nein, halt dich. So, jetzt das gedrückt halten, das festhalten, so. Es kommt bestimmt irgendein Monster und der schreckt mich. Ich will es nicht wissen. Oh Gott, ich bin hier halber verbluten. Hab keine Brecheisenstange mehr. Soll es durch irgendeinen Stollen laufen? Genau. Da könnte ich was aufheben. Was ist das? Ein Stein, ja. Besser als nichts, wenn ich ehrlich bin. Hier kann man dran kurbeln. Nur noch mal gucken, ob der Weg hier... Ja. Kein Weg zurück mehr. Ich bin hier auf einer kleinen Insel. Und drehen und drehen. Eigentlich noch mal kurz gucken, ob da eine Kiste steht, aber egal. Und ich bin in der Hölle. Ey, warte mal. Deswegen das Feuerzeug. Wollen die mich verarschen? Da kann man lang, oder? Ich habe keine Taschenlampe mehr. Ich habe alles verloren. Haben wir Walkie-Talkie noch? Ja, super, ey. Den Psychofaktor habe ich noch. Oh Gott. Oh Gott. Ich sag euch, das Spiel... Oh. Was? Was ist hier? Aufheben. Ja. Yeah. Jetzt fühle ich mich besser. Jetzt fühle ich mich sicherer. Ich ahne ganz, ganz Schlimmes. Speichern, das ist schon mal gut. Ich laufe immer gerne ein bisschen rum, weil ich nicht weiß, ob die Viecher von hinten, von vorne oder sonst wo kommen. Oh Gott, bin ich angespannt. Aufzugmechanismus. Okay, hier steht die ganze Anleitung dazu, wie die Minenarbeiter hier Strom... ja, geschafft haben. Ist die Frage. Sollen wir da lang, Freunde? Nach oben? Oder zurück war auch noch ein Weg, oder? Ich versuche mal zurückzugehen. Oh. Nur noch ein Minenarbeiter. Was machen diese Bienen hier? Okay. Ich bevorzuge den Weg nach oben. Hm.
ich das kaputt machen? Ah, nee, ich kann das bewegen. Loslassen. Einen Augenblick. Warum soll ich das bewegen? Was haben wir denn hier? Mhm. Jetzt bleibt leider nicht stehen. Muss ich das hier gedrückt halten. So, Wasserrinne. Diese Anlagung von Wasserrädern, Zahnrädern, Getrieben und Wandern wurde verwendet, um die natürliche Kraft des unterirdischen Flusses auf verschiedene Mechanismen, Systeme zu übertragen. Dies war die Steuerzentrale des Ingenieurs, von der aus er den Fluss des Wassers über eine Reihe hölzerner Wannen umleiten konnte, wodurch dann verschiedene Mechanismen oder mechanische Geräte wie der Hauptaufzug, eine Wasserschutzpumpe und sogar eine frühere elektrische, also ein früherer elektrischer Generator angetrieben wurden. Dieses Gerät wurde von der Gesellschaft für historische Bewahrung von Silent Hill restauriert. Muss das ja noch irgendwie intakt sein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hier runterfalle. Schauen wir uns mal den Plan an. So, Maschine Wasserrinne. Im Moment ist Energie für... Im Moment ist das Ding auf Energie gestellt. Wahrscheinlich das Licht. So. Rechts wäre der Punkt für Aufzug und dahinter Pumpen. Das wäre das Gerät für die... Was ist denn, wenn ich hier dran drehe? Ach gut, ich hab den jetzt in die falsche Richtung gedreht. Ich muss noch weiterführen. Okay. Ja, einfach mal gucken. The pump must have drained the cave. So. Die Pumpen an. Mich verarschen? Wie ist das denn möglich? Wir haben noch alles offen. Ja. Ich wollte jetzt hier auch einen kleinen Cut machen, dass wir uns in der nächsten Folge anschauen, wofür wir diese Pumpen hier brauchen. Gut, dann würde ich sagen, liebe Freunde, danke, dass ihr wieder zugesehen habt. Das war Silent Hill Downpour. Ich bin euer Dake. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar oder eine Bewertung da lasst. Von mir ist auch ein Abonnement. Ich würde mich nicht beschweren. Also dann, Leute, schaut wieder rein, wenn es wieder heißt Silent Hill Downpour mit Dake.